Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Bilde 2, meine Lieben. Ich habe ein bisschen am Ton gearbeitet, weil sowohl der Stream als auch ich habe es auch in den YouTube-Folgen gesehen. Wir sind da ein bisschen im Ungleichgewicht. Ich bin immer ein bisschen laut und die anderen sind immer ein bisschen leise. Habe ich das mal versucht, indem ich mich einfach mal ein bisschen runtergeschraubt habe. Und die anderen mal hoch. Jetzt lernen wir aber erst kennen, wenn uns der erste anquakt, das was gebracht hat. Was macht denn... ja, schauen wir mal. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir hiermit, haben wir noch Dünger in dem Dingsterbums da hier drin? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Nö. Gucken wir mal, wie lange der hält. Das LU ist am Dreschen. Nach wie vor. Wir haben ja zwei Dreschaufträge laufen, wo wir immer abwechselnd abfahren auch. Das ist der Louis am Dreschen. Der Schwamm. Der Schwamm? Der Schwamm? Schwamm, vielen Dank für dein Prime Sub. Danke dir, mein Lieber. Erstes auch, ne? Vielen, vielen Dank. Der Stelle für mich entschieden hast, das wird nicht, Milo. Da haben wir uns festgefahren. Und wieder rein. Nee, ich, das wird doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich damit nicht rumkomme. Fahren wir hier durch, oder? Geht das? Ja. Renn da! Fahren wir ein bisschen platt jetzt hier, aber das ist wie es ist jetzt. Kann ich ja nicht ändern. Speedy, servus. Oh, hör auf zu flackern. Jawohl. Herr Martin ist direkt wieder runter. Kein Bock heute. Schade. So, mal gucken, ob unser Ula arbeitet, wie er das auch soll. Wunderbar, er steht zumindest da am Feld. So, ja, machen wir jetzt Schaden oder machen wir keinen, Leute? Wie sieht's aus? Was machen wir? Machen wir Schaden oder machen wir keinen? Nein, wir machen Schaden. Dann muss ich umbauen. Geht das bei dem? Weiß es gar nicht. 48. Dass die so kurz ist, also seit dem. Ach, das war ein mittelgroßer, wirklich groß. So, haben wir hier Pflegebereifung. Ja, sehr schön. Dann. Bauen wir um. Der hat Pflegebereifung drauf. Habe ich direkt mit Pflegebereifung gebaut, gekauft eigentlich. Warte mal, wir testen nochmal. Nicht, dass wir dann dastehen. Aber gibt es den überhaupt mit anderer? Ich glaube, den gibt es nur mit Pflegebereifung, oder? Was mach ich denn? Ey? Also jetzt läuft's aber. Hoffentlich sieht das hier keiner. Außer die Folge gucken und hier gerade zuschauen. So. Ich meine, dass der Pflegebereifung hat. Der hat auch keine. Was? Das gibt's ja nicht. Das richtig gesehen? Das ist ja wild. Hey, das ist doch ganz klar Pflegebereifung. Was sollen das denn für Trennscheiben sein, wenn das keine ist? Naja, gut. Gut. Dann auch da. Pflegebereifung drauf. Hilft ja nicht. Warum ist denn auf einem Düngerstreuer von Haus aus keine Pflegebereifung drauf? Was braucht man denn einen Düngerstreuer ohne Pflegebereifung? Hier in unserer Gegend. Hab ich wieder was gesagt. Jetzt geht's wieder los. Ah, ihr seid im Norden. Da braucht man dicke Reifen für einen Düngerstreuer. Sonst nickt man ein. Boah. Dummer Mensch. So. Ah, juckt. So, dann konfigurieren wir diese Pflegebereifung. Hä? Ach, die ist tatsächlich noch mal ein bisschen dünner. So, dann du auch.
Die Ino hat den Server verlassen, ne, da. Da läuft's ja halt. Der, der es am eiligsten hat, geht vom Server. Anders haben wir still auf vom Server, dann fliege ich auch gleich raus. Denn heute wieder mit den Servern los? Gut, wir sind gerüstet. Ich überlege gerade, ob wir nochmal voll machen oder meint ihr, 48% Dünger reichen für das Feld? Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? So, das ist der Gewinn. Hallo. Ach, ist das der ist das der Gewinn, den ich nicht kriege, wa? Nee, nee. Alles bestellt, das ist gekaufte Ware. Ich bräuchte auch ein bisschen. 5000 Liter circa. 5000 Liter Dünger. Oder Kalk? Nee, Dünger. Ist das Kalk oder was? Nee, das ist Dünger und Saatgut. Achso. Also Dünger. 5000, ja? Mhm. Mhm. Meine Sekunde noch her geht. Klar. Ja, gerade so. Außerdem kriege ich ja einen richtig krassen Rabatt, habe ich gehört. Wegen meinem Betrugsfall hier. Weil du, wo die sind? Hier sind sie. Du hast sie hinten abgestellt. Ach, Dinge. Okay. Also ja, quasi. Yes. Perfekt. Wer hat die denn bestellt? Auf von Fannerich. Fannerich? Kerme zuvor. So was vor da. Wird sich dieser Haken da an dem Ding. Mhm. Der letzte zu weit weg, ey. Oh. Oh. Motoraussetzer gehabt. Ja, kann kurz Kopfschmerzen, ne? So, na dann. Vielen Dank. Gerne. Viel Erfolg. Gute Reise. Jo, euch auch. Jo. Verliert die Säcke nicht. Machen wir nicht. So. Gut. Dreh diese Pnöpel. Fahrbare Sperre. Warte mal, müsste nicht auch der Dings wieder voll sein? Ist der dort noch am Arbeiten? Ja. Ich glaube, der Anhänger war ja auch schon einmal drin, ne? Martin Schmidt subbt im 17. Monat, Martin. Danke dir. Vielen Dank, mein Lieber. So, Dalle. Da noch hauen wir aus den Scheiß, da. Weil auf Striegeln habe ich jetzt gerade keine Lust. Ich muss ja kurz hier zwischendrin mal ein bisschen düngerig machen, ja. Das mache ich jetzt kurz so und dann machen wir GPS rein. Gute Baumwolle da. Die gute Baumwolle. Aber hier ist ja auch erntereif, ne? Erstmal ein schönes Vorgewende und dann schauen wir mal. Boah, da müssen wir dann auch eine Kabanalwette machen, wenn wir das ernten.
Wie viel Ballen Baumwolle kommen wohl von diesem Feld runter? Und wie lange wird denn das dauern? Das lassen wir auf jeden Fall von Mil-Ur an. Ne? Ist ja 100 Jahre unterwegs. Was ist der Junge? Moin, moin, moin. Könnte die Wette angepinnt werden? Welche Wette? Läuft gerade eine Wette oder was? Also ja, irgendwas läuft, ne? Ach, beim Einrichten muss man die anpinnen, oder was? Bento! Oh, Bento, Alter! Länger nicht gelesen. Im dritten Monat, dankeschön. Was? Was, 16.000 Miete? Der Ersatz. Was hat er denn jetzt wieder über mich gemietet? Eine Forstmaschine. Herr Essert. Herr Schneejans. Du hast eine Forstmaschine für 16.000 Euro über mich gemietet, Mensch. Seh zu, dass du das bereinigst. Ja, das passiert. Wenn man immer, die müssen ja immer in den Konten hin und her springen, um uns zu versorgen. Und dann, ja, da vergisst man das halt auch mal. Geht schnell. Hallo? Zapfel Unternehmen. Hallo, Herr Zapfel. Der Anhänger ist voll. Ja, wie läuft's denn? So, oh, rauf und runter. Wird schon langweilig oder geht's? Ja. Kommt ja gleich noch was Schöneres. Was denn? Die 59 war doch auch noch, oder? Ja. Noch ein bisschen länger. Ich kann sonst auch. Ich hätte noch Düngen im Angebot. Ich meine, ist ja eh Zeitarbeit. Also was denn du machst in der Zeit, ist ja auch wurscht. Ja, aber es ist bei uns so Dings hier versicherungstechnisch. Müssten wir das extra beauftragen, sozusagen. Ach so, ja, nee, alles gut. Jo, ich komm mal kurz vorbei. Alles klar. Jo. Ja, hallo. Ja, geschandet jemand, ne? Ja, hab ich gesehen. Auch für die Unheimlichkeiten, Kleinkosten weiter. Ja, alles gut, passiert. Ja. Gut, date mal late. Das passiert schnell mal. Ja, messen nix. Ja. Ja, ich glaube Besserung. Jo. Ciao, ciao. So, jetzt gucken wir mal nach den Sammelobjekten, Freunde. So, ist hier was? Nee, ne? Nee. Wie ihr sagtet, irgendwie bei den Häusern oder was? Gar kein Ton. Wie ist denn der Ton von den Lautstärken her? Ist das für euch beides gleich laut? Also sowohl wenn jetzt angerufen wurde oder ich? Ist das besser jetzt oder? Gerne mal ein Feedback da lassen. Vorne war doch kurz vorm Abladepunkt erst. Hier vorne war doch auch irgendwo noch ein Hochstand oder so. Oh, nicht.
hab heute nur den Laptop-Speaker nicht an der Anlage, da enthalte mich. War gut zu hören. Dann passt doch. Ja, das Problem ist, wenn ich halt so laut bin, ne? Ich meine, ihr könnt ja immer lauter drehen, aber dann bin ich halt super laut, ne? Die anderen halt immer noch. Gerade so, okay. Na was? Kurz vorm Abladepunkt. Tino, was geht? Was geht, was geht? Da Rabauke. Da kann nichts sein, dass sie Fisch sucht. Da kann nichts sein. So, jetzt müssen wir aufpassen. Bisschen langsamer fahren. Hier wurden zwei Sammelobjekte entdeckt. Vorbeifahren. Ich weiß überhaupt nicht, nach was ich gucken muss. Ah, da hinten liegt eins auf dem Trampolin. Ist auch eins? Ja? Kann ich das aufnehmen? Au! Oh, scheiße. Wie kann ich das aufnehmen? R. Cool. 2K, Freunde, 2K. Und was, Sandkasten noch? Jetzt Trampolin und Sandkasten. Tino geht hier schon geiern, Alter. Das gibt's ja nicht. Der hat nichts Besseres zu tun, als hier die Dinger zu suchen, oder was? Ja, der hat das vom Sandkasten genommen. Hat er wahrscheinlich von seinem Chat gesagt bekommen, weil die gesehen haben, dass hier unten unterwegs war. Naja, aber 2K haben wir genommen. 2K haben wir gesammelt. Passt. Er hat Geldnot. So. Dann haben wir wieder mal eine Fuhre rund gemacht. Was haben wir da jetzt an Prozentzahl eigentlich? 51% erst? Hä? Das Feld ist doch fast leer. Warten. Abwarten und Tee trinken. Da recht. Das konzentrieren. Ja, ja, einen Anhänger habe ich im Silo, aber eigentlich sollte ein Anhänger immer als extra drin sein. Also normal geizen die da nicht so rum. Im LS wird massiv gegeizt. Nein. Oha, der Herr Martens läuft bei ihm heute. Wer war denn das? Ich glaube, war das Martin, ha? Herr Martens? Harold Martens? Gar nicht.
Ivor ist es gar nicht. Wem gehört eigentlich der Striegel, der seit 100 Jahren steht? Riesenmais fällt hier die 54 ein. Das. Nee. Keule sein Mitarbeiter. Also, das ist aber auch frech, oder? Da fliegt Keule schon nicht selbst raus, weil es noch vor 21 Uhr ist. Aber dann fliegt sein Mitarbeiter ständig raus. Also, das ist aber auch. Das geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Der arme Kerl wird am laufenden Band wird der benachteiligt. Ach, hier ist ja auch noch Feld. Mann. Das gehört ja auch noch alles dazu. Deswegen sind wir noch nicht so weit. Gut. So. So machen das immer. Weiß nicht, was mit der Feuersage war. Ah, was? Sascha? Ole? Möchte Sascha, Ole. Achso, Sascha. Oh, das ist schon länger her, Rulo, glaube ich. Sascha ist heute gar nicht da. Aber trotzdem, schön, dass du dich bedankst. Ist schon ein bisschen her, glaube ich, wo er dir das geschenkt hat. Ich habe inzwischen noch keinen zweiten Anhänger, nein. Schön zu geizig. Kann ich nicht beurteilen, ich habe nichts gemacht. Ich kann es euch glaube ich nicht zurückschenken, sonst würde ich es machen. Reinsieg, Servus. Kann man die Arbeitsbreite einstellen? Egal, ich hatte jetzt auch was so, oder? Bei der ändern Steuerung Y. So. Der volle Pool, es hätte nicht gereicht, glaube ich, ne? Hätten wir das ohne gemacht hier. Wo machen wir denn jetzt weiter? Auf welche Länge? Am besten hier. Was lese ich aus? Wollte dir nur sagen, hinter dir brennt es. Achso. Keine Werbung läuft. Kamin ausgewählt. Werbefreien Kamin. So, dann drehen wir einmal rum.
Erd. So. An? Ne, wie war an? Geht's wieder los. Ah. Hab ich ja nicht geguckt. 85 Grad machen wir mal, ne? Dann... Richtungsangabe. Setzen. Und L. Das hat er doch wieder nicht, Dings. Gibt's doch nicht. Ja, damit kann ich arbeiten. Das passt. Das passt schon eher. Manus ist pleite, der hat kein Geld mehr in der Folge bis jetzt. Ja, weil er ja hat aber gebaut, also so kann man es ja dann nicht sagen. Er hat ja einfach investiert, ne? Michi, servus. Hier verschenkt man eine Hälfte, aber es ist egal. Sie ist nicht so schlimm. Er leert schon wieder aus. Guck mal, wir haben das noch und dann das Riesenstück. Das habe ich gar nicht, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das gehört auch noch zum Feld. Und daher kommen die erst 54%. Mir gar nicht mehr zum Düngen, weil es direkt gewachsen war. Mann. Dann muss das noch geerntet werden. Das ist noch größer. Obwohl, ich glaube, es nimmt sich gar nicht so viel. Ich glaube, es nimmt sich gar nicht so viel. Hast du doch letzte Woche verloren, weil du getippt hast, hab noch Vorhersage von letzter Woche abgeschlossen. Ah! Die von letzter Woche war noch gar nicht abgeschlossen. Eieiei. Was vergessen. Ein Drittel größer, okay. Da vorbei. Ja, könnte knapp werden. Ja, doch, sollte funktionieren. Ja, doch. Geil, dann passt das genau. Fahren wir einmal durch, quasi. Noch eine Minute. Dann haben wir das Feld hier nämlich fertig. Dann können wir das mal ganz getrost in der Ruhe lassen. Für die Zukunft, bis es erntereif ist. Oder kein Stress mehr. Oi, Raptor verlängert sein Abo. Danke dir mal lieber. Vielen Dank. Bei mir gibt's was Neues? Nö. Nee. Also ich weiß ja nicht, auf welchem Stand du bist. Todi. Ja, Prime Sub im zweiten. Dankeschön. Schön, dass du dabei geblieben bist. Vielen, vielen Dank. So. Plopp. Ich muss pinkeln, glaube ich, kurz in der Pause gleich. Stopp. So, Freunde.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr auf dem Herzen habt. Schaut bei den anderen vorbei. Die sind natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.